Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Hunter Call of the Wild. Da sind wir wieder am Start in unserer Multimount Lodge. Denn heute, wie immer, Multimount Mittwoch und wir jagen das nächste. Letztes Mal ja Weißwedel wie war. Und diese Woche geht's ans Schlitten separat erhältlich. Drei männliche Rentiere, also auf dem Plan wieder ein ähnliches wie letzte Woche. Diesmal wieder im XL-Format. Bisschen größer. Aber deshalb erstmal ab auf die richtige Karte. Die dann nämlich heißt Medved Tiger natürlich, denn hier im ewigen Eis und im Permafrost, da finden wir auf jeden Fall genug Rentiere. Und dementsprechend ist das heute unser Plan. Eingepackt habe ich die Malma, mit der können wir die auf jeden Fall ganz gut erlegen. Die sollte passen und wir gehen natürlich jetzt hier einfach dann früh morgens innerhalb der Trinkzeit der Rentiere ein bisschen auf die Pirsch. Ich werde hier einfach am Loslauf ein bisschen anfangen, dann hier vielleicht mal ein bisschen lang. Ich glaube, hier im Flusslauf Rentiere großartig sehen. Wir haben den großen See, den wir abchecken können. So dass wir da irgendwie schon drei männliche, halbwegs gescheite Rentiere auf die Kette kriegen sollten. Die hier irgendwo auf mich warten. Dahin sind auch schon die ersten zu sehen. Da scheint aber nichts allzu Gutes dabei zu stehen. Vierer männlicher, ich glaube, der da in der Mitte ist sogar auch noch männlicher. Jawohl, ist aber auch schon aufmerksam. Wahrscheinlich ist da irgendwo ein Luchs oder ähnliches in der Nähe. Gehe ich fast von aus. Sind aber auch gut weit weg, ne? 400 Meter. Schon relativ weit. Da drin da weg. Und, na, auch ein Luchs. Also, die sind nämlich hier ebenfalls am Start vertreten. Welchen haben wir denn getroffen? Die ploppen eigentlich schon wieder raus, wa? Die ploppen schon wieder hier aus der View-Distance. Aber getroffen haben wir es auf jeden Fall. Weißt du nicht, wie gut letztendlich. Da ist auch die Antwort, warum die nervös waren. Denn irgendwo hier in diesem Schilfbereich war ein Ruf von einem Luchs. Das ist nicht allzu weit weg. Aber unser Rentier, das sehen wir da vorne, hat sie nämlich nicht mal vom Fluss runter geschafft und ist dann schon verendet. Also der Schuss müsste sogar halbwegs gut gewesen sein und gepasst haben, sodass wir da einen verwertungsgerechten Treffer setzen konnten. Auch wenn ich glaube, dass das nicht mal für die Goldwertung reichen sollte bei dem. War natürlich ein Vierer, dementsprechend schon ganz gut, aber vom Weihher sah einfach nicht danach aus, ne? Muss man fairerweise sagen. Das hat das Problem bei den Rentieren, dass die halt echt eine große, große Range haben und dann halt hier mit 268 natürlich nur Silberwertung. Ja, das war zu erwarten. Ich bewahre den mal sicherheitshalber auf, aber nur für den Fall, dass wir keine drei Goldtiere finden sollten. Aber ein bis zwei sollten wir da schon irgendwie kriegen. Deshalb kann es nur noch aufwärts gehen. Da vorne die nächsten, auch da männlicher drin, aber wieder. Ja, wir sehen schon. Ähnliches Bild wie bei dem gerade von der Größe her. Also auch wieder ein Vierer, allerdings vom Geweih her eher so ein Silberviech. Und dementsprechend nicht das, was wir uns eigentlich hier vorstellen. Auch so gute 300 und ein paar zerquetschte haben. Gucken, Schuss vielleicht sogar ein bisschen tief. Ne, droppt gut. Haben wir gut erwischt. Nächster männlicher. Aber ich glaube, dass eher die Einzeltiere meistens auch die größere bei den Rentieren sind. Und die in den Gruppen dann häufig auch ein bisschen kleiner. Aber die einzelnen Männchen sind eigentlich immer ganz okay. Nur damals noch kein Gebiet von gehabt. Wir können auf die Karte gucken. Denn da haben wir dann das nächste Gebiet, können wir schon mal markieren. Dann kommt Elch, da kommt wieder Rentier dann. Da ist Rentier, da ist Elch. Da ist Elch, da ist Braunbär. Ich glaube, hier mal Rentier noch, ne? Ja, da ist noch eins. Ja. Wir sollen schauen. Guck mal, auf jeden Fall noch ein paar Gebiete hier, die wir vor uns haben. Ah, dann tauchen sie auch schon auf. Und der, da sieht doch schon gar nicht so schlecht aus, wenn ich zu sein. Sogar die beiden, maybe. Das ist sogar ein Fünfer, Alter. Junge, das ist sogar ein Fünfer, aber der ist. Ich glaube, der hat kein Dia-Potenzial, oder? Was habe ich gerade gesagt? Ist Dia? Weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen natürlich, aber. Fünfer ist natürlich auf jeden Fall fürs Mounten richtig gut. Da hat das auch Problem bei den Rentieren, die Fünfer halt häufig am Trollen. Ich glaube, wie gesagt, hat der nicht mal Chance auf Dia, um ehrlich zu sein, aber. Na gut, schießen tun wir den natürlich so oder so, ist klar. Ne? Ich glaube, jetzt ist mal jemand dem hier vorbei, um mich da auf den zu konzentrieren. Der ist noch so, ja, ein paar Meter weg. Ich würde auf jeden Fall versuchen, beide zu schießen, tatsächlich. Denn,
Ja, ich glaube, dass der hier vielleicht auch gar nicht so schlecht ist. Könnte, ich glaube, sogar Gold, ne? Ja, der müsste Gold sein. Vom Scoring her. Also können wir direkt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn wir sie denn beide irgendwie treffen, logischerweise. Dementsprechend, mal raus. 150 Meter, soweit sind sie nicht mehr weg. Und er müsste sich aber ein bisschen drehen, weil er jetzt vor mir wegsteht, richtig? Richtig sehe. Gefallen tut er mir auch, aber haben wir den noch getroffen? Ja, aber nicht gut, ne? Nicht gut, leider. Dafür ist der Fünfer direkt gefallen. Den holen wir uns natürlich gleich. Holen wir aber eben hier noch den, den wir hier hinten geschossen haben. Beim zweiten bin ich im ersten Mal nicht so richtig drauf gekommen, weil er sich dann doch weiter gedreht hat, als er eigentlich sollte. Hat der jetzt auch nicht weit geschafft. Der ist hier nur bis in die Büsche gekommen. Auch gar nicht mal weit weg vom Fluss hier. Silberwertung 270. Ja, da sehen wir 430. Okay, der Fünfer hat 436 gescored oder so, ne? Ja, gut. Das dürfte sehr, sehr eng werden, wenn wir ehrlich sind. Das wird wahrscheinlich nix. Es sei denn, der scored dann wirklich am oberen Rand. Ich meine, das war ein Fünfer. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der oben scored, ist schon da. Aber weiß ich nicht. Hilft nur eins, um das herauszufinden. Nämlich den einzusammeln und zu schauen. Wollte er jetzt wirklich dann aufs Scoreboard bringt. Eigentlich, dass wir den anderen nicht getroffen haben, so richtig. Aber Hauptsache den hier. Vom Geweih her eigentlich auch ein schönes Geweih. Ja, aber 394. Damit tatsächlich kein Dia. Fünfer, der Troll trotzdem. Schöner fürs Multimount. Den können wir auf jeden Fall schon mal safe ausstopfen. Weil, also besser als ein Fünfer wird es ja sowieso nicht, sage ich am Ende des Tages. Dementsprechend, ja, brauchen wir den gar nicht aufbewahren, sondern der kommt auf jeden Fall ins Multimount rein. Und dann stehen die nächsten. Den einen da, den wir nicht getroffen haben, so richtig, den lassen wir mal ziehen, würde ich sagen. Aber auch da ist Gutes dabei, ne? Was ist da vorne? Da steht auch noch einer. 294er, auch der. Ja, das ist so ein Einzelkandidat, aber dementsprechend auch nicht groß genug. Und da vorne haben wir auch noch welche. Und die sind nur weiblich. Also hier, wobei der ist sogar, ne, ist auch ein weiblicher. Ja, also die sind schon mal ganz außen vor. Da hinten, wie gesagt, Ira, boah, er scored sogar rein theoretisch höher als der Einzelne. Auf dem Geweih her würde der sogar wahrscheinlich höher scoren. So rein optisch betrachtet. Nur gut, sind die alle nicht. Also für mich eigentlich definitiv fast zu wenig. Wir können den einer mal schießen. Oh, da hinten ist aber noch einer. Was ist das für einer? Mal. Da taucht noch einer auf am Horizont. Das ist auch ein Vierer. Gut, wir können erstmal den schießen. Wenn wir den einsammeln, dann schießen wir den da hinten. Das sollte ja easy peasy machbar sein, denn der sollte auf jeden Fall weit genug sein, dass der nicht abhaut dadurch. Ja, der eine fällt um, ist tot. Und den auch noch mitnehmen, aber Zeitverschwendung, ne? Eigentlich auch Zeitverschwendung, denn der wird auch kein Gold machen. Aber leider auch genauso wenig wie der da ganz hinten wahrscheinlich. Aber ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie schwer es eigentlich auch ist, so Goldtiere zu schießen. Man vergisst es häufig, ne? Auch gerade, wenn dann so Challenge-Vorschläge kommen für die Community-Challenges, keine Ahnung. Wenn dann da manchmal 4, 5, 6 Goldtiere gefordert sind in einer Stunde, die schießt man nicht mal eben so, ne? Das darf man leider nicht vergessen. Denn am Ende des Tages sind auch die dann häufig ein bisschen seltener und wenn man da Pech hat, findet man die einfach nicht. Schweige denn dann 5 Stück in Folge. So wie wir hier bei den Rentieren. Das hier ist nämlich auch wieder nur Silber vom Geweih. Und ja, 259 zu klein und das da hinten tracken wir auch eben aus. Holen wir uns. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwie ein weiteres sehen. Sonst würde ich gerne woanders hinlaufen eigentlich. Ich will eigentlich gar nicht hier den Bogen machen hier oben rum. Da ist eh irgendwann hier Sackgasse und Ende. Kommen wir wieder hier hinten aus. Wir gehen nämlich dann gleich hier weiter. Denn da oben haben wir noch ein Zelt, da können wir hin. Was haben wir da? Da sind auch noch Rentiere. Da Rentiere, ob man das auch Rentiere da gibt. Oben, ja gut, können wir noch auschecken. Vielleicht haben wir da die passenden dabei. Wenn da schon ein Zelt steht, gehen wir da auf jeden Fall nachsehen. Jetzt aber erstmal das gute Stück hier. Ja, wird auch... Ja. Können sogar gerade so unter Gold scoren. Also unteres Gold, weil er einfach viele Enden hat. Ah, 270er auch nur. Nee, der ist es auch nicht. Zu klein. Aber unser Pech geht weiter. Da hinten ist ein Vierer in dem Gebiet.
Und dann vorne, den haben wir auch schon gesehen, ist ein Dreier. Und da, boah, Vierer, aber auch da. Ja, eine Stange so klein. Also viele Einzeltiere männlich hier. Und auch alle zu klein, ne? Einfach alle zu winzig. Das ist ein Trauerspiel. Geht ein Rentier weiter. Elch, Elch, Elch. Keine Ahnung, vielleicht war ich auch noch nicht bei, in der Rentierzeit. Natürlich auch gut sein. Aber ja. Dann wenig los. Da unten hätten wir auch Rentier. Da hätten wir halt noch Rentier. Da ist noch Rentier. Ich glaube, wir gehen einfach direkt dahin. Ich will gar nicht die Zeit verschwenden hier mit diesen Baby-Rentieren, die wir da haben. Denn die bringen uns nichts fürs Mount. Wir können natürlich jetzt hier noch, keine Ahnung, 20 schießen, die Silberscorn. Davon haben wir halt wirklich Rentiere im Überfluss. Jetzt sind wir natürlich hier genau in dem Rentiergebiet auch gespawnt. Aber können wir ja rauslaufen. Wir müssen eh nach Süden. Und die müssen dann gleich hier rein spawnen. Ich check mal eben da das Gebiet hier. Zack. Einmal markieren. Müssen wir eigentlich auch schon fast sehen gleich, um ehrlich zu sein. Aber noch sehe ich da nichts auftauchen. Und wenn wir gleich hier weit genug weg sind, dann können wir uns da umschauen. Also hinter mir kommt ein Dreier reingespawnt. Aber auch der zu klein. Und scheint auch irgendwie alleine da zu sein. Und da vorne sind die anderen. Da steht einer dazwischen. Boah. Ja, auch zu klein eigentlich, ne? Oder? Weiß nicht, ja. Ja. Dreier 248, Alter. Ey, wo sind denn hier mal gute Rentiere? Da sind noch mehr jetzt gespawnt. Dreier 300, auch kein Gold. Auch kein Gold. Es ist echt der Wahnsinn, wie wenig gute Rentiere wir haben. Da haben wir echt da die eine Gruppe. Da, umso schade ist es, umso mehr schade ist es, dass wir da den einen Vierer da verballert haben, der da sogar Gold gewesen ist. Aber wir jetzt hier die anderen beiden nicht finden und nur Kack-Silberrentiere hier überall rumstehen. Bisschen ärgerlich, dass dann halt die beiden Guten da genau in einer gleichen Gruppe standen. Wir nehmen den mal mit, weil wir müssen eh hier vorbeilaufen. Können wir den wenigstens einsammeln und hoffen, dass dahinter was Besseres kommt, denn da war ja noch irgendwo, ich glaube hier war ja auch noch ein Rentiergebiet. Das ist da unten ein Elch, aber hier hatten wir noch Reindeer. Da tauchen auch eine Menge auf. Allerdings. Boah. Ich weiß sogar, dass zwei Gruppen sind. Auch die nicht groß genug, ne? Das sehe ich schon von hier aus, dass die nicht groß genug sind. Hier auch 208. Aber da haben wir da halt ein Männchen. Das ist ein Dreier, der ist ganz klein. Und da hinten die beiden, die da in der Mitte stehen, sind, glaube ich, auch männliche, wenn ich es richtig sehe. Und auch die entschieden klein. Das ist Vierer, 300er und der Leiter wird auch nicht größer sein. Bop, 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 bop. Das ist hervorragend mit unseren Rentieren hier. Das macht richtig Bock. Wir müssen gleich mal zu dem großen See, glaube ich, den mal abchecken. Ob wir da irgendwie dann fündig werden, ob wir da noch dann den Lucky Punch da setzen und da irgendwie zwei gute stehen haben. Denn das kann nicht sein, dass hier nur kleine Pissrentiere stehen. Nehmen wir natürlich hier noch der Vollständigkeit halber mit. Da ist es. Mit einem Lungentreffer, aber juckt halt nicht. Hier sind die anderen, die laufen auch irgendwie gar nicht so richtig vor mir weg, aber ja, ist gar nicht hier am Flusslauf gekommen. Deshalb machen wir jetzt hier den Stepper darüber. Gucken, wie es da aussieht mit Rentieren. Dann haben wir ja auf jeden Fall auch ein paar Trinkgebiete, wo wir hoffentlich wenigstens ein einzigen Gold noch kriegen. Kann doch nicht so schwer sein hier. Junge, ohne Witz. Ist da wirklich einfach gottlos. Hier steht mal irgendwo ein Rentier, Alter. Da haben wir ein Rentier. Das ist ja noch kleiner, aber das da. Das ist ein Vierer-Rentier und das ist, glaube ich, Gold. Das da ist kein Gold, I guess. Da hinten. Oh, das ist auch ein gutes. Das ist auch ein Vierer. Ja, okay. Also ich schieße erstmal das hier am Rand, würde ich sagen. Weil das auf jeden Fall Goldpotenzial. Aber auch nicht so viel, ne? Auch nicht so viel. Ich glaube, der könnte sogar auch actually drunter sein. Vom Scoring her. Da hinten für eins. Warte mal, ich habe eins gesehen irgendwo. Irgendwo da eine Felsen drin. Wo war das?
Ne, Dreier zu klein. Das ist zu winzig. Wo ist das da hinten? Da hinten drin, ne? Das da ist es. Ja gut, aber müssen wir näher ran, dann schieße ich nicht von hier. Das ist mir ein bisschen zu weit. Jetzt heißt Daumen drücken, aber ach, vom Scoring her kann er eigentlich fast kein Gold sein. Er hat relativ dünne Stangen. Ja, 303. Wobei, er hat sogar bis 330 Gold. Er hätte sogar Gold sein können. 311 ist Gold. Aber auch da wieder Pech, Junge. Ich verwahre den nicht mal auf, weil entweder schießt jetzt die 3 Gold oder nicht. Das kann ja nicht sein. Wir holen uns die da hinten auf jeden Fall. Und schauen mal, was da abgeht. Da muss ich erstmal da gucken, wo wir die hatten. Da vorne steht's. 351. Ich hab 311 Gold, Junge. Wenn der jetzt wieder unter Gold scored, ne? Dann. Och, Game over, Alter. Was soll ich da noch machen, ey? Ganz ehrlich. Oh, da ist auch eine Gruppe. Da ist auch eine Gruppe, nur da ist nicht mal einer drin mit Goldpotenzial. Okay, nee, dann try jetzt mal auf die, würde ich sagen. Und ziehen unseres Weges. Müssen wir nur ein bisschen hier rumkommen, aber da steht doch eigentlich jetzt schon. Oh, warte mal, ist ein anderer noch 300. Ah, ne, da ist der, ne, 351. Ja, 300 Meter entfernt, da können wir auch eigentlich direkt schießen, wenn er da so breit steht. Brauchen wir gar nicht so viel näher ran. Einmal den Puls abwarten, dann sollten wir den auch gut treffen. Und der Schuss müsste gepasst haben, so sieht's aus. Nicht einfach den wieder hier verballern und dann hoffentlich jetzt das zweite Goldrentier. Er chillt einfach ganz entspannt auf seiner. Auf seiner Eisfläche, aber einzelnes Tier, kein Goldpotenzial. Wir nehmen es mit, weil wir da gleich eh hin müssen. Jetzt erstmal hier den Anschluss finden. Hier irgendwo, ja, guck mal, hier ist er. Hier haben wir den ja getroffen, der dürfte nicht so weit gekommen sein. Natürlicher Treffer gerade eben. Einmal auf dem Hügel hier vielleicht, damit wir ein bisschen Übersicht haben. Aber was hat die Schweißpferde? Ja. Da haben wir sie, also die Richtung hier ist schon mal auf jeden Fall da und davon liegt er auch. Und jetzt gucken, ob er die 311 knackt oder nicht. Aber der sieht eigentlich vielversprechend aus. Kann nicht sein, Alter. Das kann nicht sein. 305, Alter. Und da vorne auch wieder nur Frittenrentiere. Also, da hat mich dieses Multimon so komplett bricht, hätte ich nicht gedacht, ne? Ich dachte, ein bisschen Rentiere jagen. Hier, die Stars, Ananas, aber dass mich das so komplett hops nimmt. Da kann ich so schwer sein, da so ein Goldrentier zu schießen. Das kann ich euch erzählen. Da brauchen wir eigentlich gucken, Alter. Scheiße auf das Viech. War noch irgendwo ein Gebiet da hinten irgendwo an der Wand oder ist da keins mehr? Doch, da ist auch noch eins hier gerade markiert. Dann sehen wir sie auch. Aber auch da. Ja, guck mal, ja, auch. Also, ey, also ganz ehrlich, der scored wieder gerade. Und der ist ja vom Geweih noch beschissener. Der brauche ich gar nicht schießen. Den brauche ich gar nicht schießen. Ich schieße ihn trotzdem. Aber ich brauche ihn nicht schießen, weil ich jetzt schon weiß, hat der. Der, also, der gerade war 305, der scored. Ich sag 270, Alter. 270, der ist not even close, ist der. Ach, jetzt ziehen die auch noch weg, ne? Scheiße, ziehen die jetzt auch noch weg, ey. Wahrscheinlich ziehen die jetzt auch noch weg, aber ich habe keinen Puls auch hier gerade zum Schießen. Boah, wir haben uns getroffen, aber nee. Nicht gut, dann scheiß drauf, der macht eh kein Gold. Vom Geweih her nicht gut genug. Da vorne auch wieder nur ein 338er, hab jetzt mal gewechselt hier an den nördlichen Bereich hier auf die Eisfläche. Hier oben laufen jetzt hier nochmal lang, Alter, wenn da auch keins ist, dann. Dann weiß ich auch nicht, was ich noch machen soll, ganz ehrlich. Ich kann sie mir noch nicht aus den Rippen schneiden, ne? Das kann nicht sein. Ich hatte hier keine gescheiten Rentiere ab. Auf allen Plätzen hier. Alle weg. Bis auf die. Ja, bis auf die eine Gruppe, ne? Wo wir den Fünfer drin hatten. Wo war noch der Vierer da drin? Was ist das für einer? Vierer. 242. Werde ich mal versuchen zu schießen. Sieht vom Geweih jetzt aber auch nicht so gut aus. Scored auch niedriger als die anderen auf dem großen See da. Aber gut, was für eine Option habe ich, ne? Was für eine Option habe ich, als den jetzt da erstmal mitzunehmen und zu beten, da das irgendwie doch macht. Auch wenn wir es nicht glauben können. Ich check den mal aus. 300 Meter Distanz. Steht ein bisschen frontal.
und dann vielleicht sogar näher ran sollten. Versuchen wir unser Glück mal, ein bisschen näher ran. Für den Durchschlag, aber nehmen wir den Kopf bitte ein bisschen höher. Geht noch ein bisschen. Okay, das sollte Herzschuss gewesen sein. Der hat gepasst. Jetzt die Wertung. Da sieht es nämlich auch nicht so gut aus, glaube ich. Relativ dünne Stangen auch. Linke ein bisschen besser als die rechte. Ja, 306, Alter. 305, 306. Hat auch alle so mini knapp darunter, ne? Dann tauchen die nächsten auf. Linke Seite. Mal gucken, was wir da haben. Oh, sieht es nicht so gut aus, wa? Dreier als Höchstscore ist anscheinend. Die können wir fast außer Acht lassen, würde ich sagen. Rechte Seite haben wir bisher noch gar nichts gesehen. Die scheinen alle hier relativ weit draußen auf dieser Eisfläche zu sein. Dahinter auch noch eine Rentiergruppe oder ein Einzeltier sogar, maybe. Oh, guck mal, da ist doch eins, oder? Junge, 360. Also, wenn der jetzt wieder trollt, ne? Der sieht eigentlich gut aus. Wenn der jetzt wieder trollt, dann, boah, dann deinstalliere ich das Spiel. Sag ich, wie das ist. Dann deinstalliere ich es einfach. Dann einfach auch Alt F4 und deinstall. Dann machen wir. We are Football Videos, Alter. Da ist das bei dem auf gutem Weg. Ne? Ja, wobei, nee, auch nicht. Auch nicht. Zweite Runde DFB-Pokal gegen Stuttgart rausgeschieden, Alter. Auch schon der Bruch gewesen, ne? Das war auch nix. Aber das rennt hier da vorne hoffentlich. Das müsste jetzt hier mal langsam Gold scoren. Denn sonst drehe ich hier gleich richtig durch. Was ist das da hinten für eins? Ein Vierer, aber das ist auch zu klein. 258. Aber das hier, gut, der dreht sich wieder von mir weg. Müssen wir einmal kurz blitzen und einmal halt umlaufen. Da hinten stehen auch welche. Dreier und Dreier, aber auch beide viel zu klein. Aber gut, hier ist auf jeden Fall anscheinend. Oh, was hat er für eins? Alter, Safe Gold, Junge. Safe Gold. Da hinten ist das nächste. Okay, also wenn der jetzt hier Gold macht und dann das da hinten, dann haben wir doch noch, Alter. Junge, watten Krampf. Aber jetzt müssen wir erstmal hier gucken, dass wir das hier sauber erwischen. Ah, dreht sich zum Glück ein bisschen zu mir. Also Schuss drauf und hier passt hoffentlich. Der andere da ist wohl im besten Fall nicht abgesprungen, oder? Aber jetzt ruhig im Herzen. Ich weiß nicht. Oh nein. Bin buggt. Das kann nicht sein. Oh, saved, Alter. Fast durchgefallen. Ich hab's gesaved, Alter. Ich dachte, ich falle hier so durchs Eis, Junge. Ich hasse diese Eisschicht hier. Man fällt da manchmal einfach durch. Ja, dachte ich auch, da hätte jetzt noch gefehlt, ey. Jetzt mach es, Junge. Mach es bitte. Mach es. Oh, Gott sei Dank, Junge. 332, Alter. Ich kann mein Glück kaum fassen. Ausstopfen, mitnehmen. Goldwertung. Und jetzt das andere. Wo ist es hin? Da hinten. Da trinkt's. Okay. Wir haben's trinkend. Und der ist ja Safe Gold, ne? Der ist ja Safe Gold. Den müssen wir jetzt nur noch sauber schießen, sauber treffen und dann bin ich hier sowas von weg. So, Abfahrt. Puls einmal hier abchecken. Dass der weniger wird. Und dann können wir das da vorne schießen, hoffentlich. Steht so 180 ungefähr. Der hat gepasst, Alter. Junge, Junge, Junge. So gut gestartet eigentlich mit einem Fünfer Rentier und dann der komplette Bruch im Verlauf, aber Ente gut, alles gut. Ich stopf den aus und dann ab in die Lodge, ey. Rein hier in die Bude. Multimount Manager. Schlitten separat, ja, die Montage starten. Und es sind die drei hier, richtig? Die drei unteren müssten es sein. Den nach außen, glaube ich, hier. Den in der Mitte. Und den hier. Auch noch dazu, Halterung ist verfügbar. Jetzt noch hier irgendwo einen Platz dafür finden, ist XL, ne? XL kriegen wir, glaube ich, nur. Das hier ist zu klein. Ich habe wahrscheinlich auf der Runde da hinten. Also hier kriegen wir. Oh, doch, geht sogar. Dann rein damit. Und damit unser nächstes Multimount, ey. Was kommt nächste Woche auf uns zu? Kojote und mexikanischer Rotluchs. Mexiko. Jo, ich hatte schon wieder gebrochen, Alter. Luchs in Mexiko, ey. Dann Prost Mahlzeit. Aber ich sage, schlimmer als diese Woche kann es nicht werden. Insofern, ey, wir haben es überstanden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, Däumchen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Bis uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.